So, da sind wir wieder und wir kümmern uns diesmal um Kopfkritiker, die uns auf dem Meerwege verfolgen. Und mal schauen, was das für welche sind. Die sind teilweise echt hart drauf. Von wegen hier super Schiffe und so. Leichte Korvette, ach du Scheiße. Und ein Patrouillenschiff. Sind es nur zwei Schiffe? Von was heißt nur? Der kümmert sich auch mal um das Schiff. Die verteidigen einfach mal mein Schiff. Und das. Oh, komm. Kümmern sich auch darum. Mensch, macht das Spaß. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht, das Spiel. Aber das vergisst man schnell über einem. Beziehungsweise über Dutzenden von Abstürzen. Das kann schon passieren. Oh, Wind. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass hier Wind gibt auf dem Meer. Unglaublich. Und ich hoffe, ich bin nicht zu leise, denn ich bin ja erkartet, erkauset. Nein, erkaltet bin ich noch nicht. Und ich hoffe, das passiert auch nicht in nächster Zeit. Ärgerlich. Jetzt bin ich kein Let's Play mehr. Jolly Butchers out of bombs. Nein, warte. 6 Grapes, genau. Ihr sollt alle Grape Shot laden. Auf jeden Fall, dass ich entern muss, was ich auch gern tun würde. Beziehungsweise täte. Ah, jetzt. Mach hier mein Schiff fertig. Und wir entern jetzt das Schiff. Das kleinere, das schon fast kaputt ist, um uns noch die Ladung, die eventuell da vorhanden sein könnte, zu schnappen. Die sehen ja aus wie Hände, wenn ich die Kopfhörer oder die Laden. Ah, von hier aus haben wir den erwischt. Ja, Sniper-Style und so weiter, wisst ihr. Oh, ein Diamant. Was werfen wir dafür denn mal weg? Komm, ja, die Flasche. Flasche Rum. Dabei sind wir doch Piraten, wir müssen noch Rum trinken. Wir können doch nicht einfach Rum wegwerfen. Hier gibt's noch mehr rum. Und Perlen. Perlen, Perlen, Perlen. Eine Perle. Okay. Genug rumgealbert. Albert Einstein. Ein sehr schlauer Mann. Fällt mir da gerade ein. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage. Mir fällt gerade kein Thema ein. Hier braucht man eigentlich auch gar kein Thema. Das Spiel ist schon Thema genug. Das Thema genügt sich selber sozusagen. Ja, komm. Verarschen kann ich mich noch selber. Ich hoffe, man hört meine Maus nicht zu sehr, wie ich hier hin und her klicke. Aber der gute Wein muss auch daran glauben, wenn es um ein Buch geht.
Denn das ist ja der neue Harry Potter. Da muss schon mal einiges weichen. Ich laber ja auf wieder einen Scheiß, du. Oh ja, yeah, die hat's richtig drauf. Aber die Schwelle ist auch richtig geil. Ach, nochmal ein Buch. Wir dürfen dann auch ziemlich langsam laufen demnächst. Jetzt haben wir nicht mal mehr genug Platz, um Geld mitzunehmen. Wie arm ist das denn? Dabei ist Geld auch gar nicht so schwer. Seht ihr? Passt doch alles in die Hosentasche. Ein Dolch. Für unseren Molch. Oh, stimmt, da hat er ja nichts. Oha, das ist ein gutes Schiff. erinnere ich mich richtig, dass wir kürzlich keine Sklaven mehr hatten? Nein, dass wir kürzlich ein Schiff verkauft haben und jetzt wieder ein Kapitän frei sein müsste? Ich denke schon. Deswegen suchen wir den Kapitän doch schnell mal raus. Der ist der Morris Dreh. Der dreht hier gleich ab. Ach stimmt, seine Loyalität ist scheiße, weil wir böse sind. Genau darum geht's. Ja, schieß ruhig weiter auf mich. Mach das mal, wenn ich den Befehl jetzt korrekt habe geben können. Oh, das Schiff kann sich gleich nicht mehr bewegen, ist ja auch super. Also sein Schiff, nicht meins. Ein Level up haben wir. Und das neu gekappte Schiff schießt natürlich auf das Schiff, weil... Hier ist noch Platz für 6 Schiffe insgesamt. Das ist leicht nachteilig. Und gleich wird das Schiff wahrscheinlich auch noch zerstört. Der hat immer noch 160. Das ist so genau. Und jetzt. Hä? Ich dachte, er entert uns. Es hat trotzdem gestockt, als würden wir uns entern. Oh, Schiss, sehe ich gar nicht. Hier. Da. Gott. Ganz schnell. Wählen wir uns hier eine neue Fähigkeit, die wir brauchen. Nämlich die. Damit wir Meister im Borden sind. Ah, das hätte ich mir vielleicht auch mal besorgen sollen, aber egal. Kann ja mal passieren. Ist das das Schiff von Blaze Devlin? Alter. Alter Schwede. Hat der ein geiles Schiff.
So einen roten Rumpf, roten Segeln und so. So ein Skelett als Galionsfigur. Alter, wie geil ist das denn? Alter Scheiß. Ist ja voll das, das SM-Studio hier mit dem Käfig da. Ja, super, jetzt hat er das zerstört und ich gehe leer aus. Und das andere Schiff ist auch fast kaputt. So, wo wollen wir denn? Guadalupe. Denn da wollen wir unser Gold verkaufen, genau. Das wir gekauft haben, statt zu klauen. Ah, stimmt, Vorräte. Genau. Alter Schwede, das kostet auch viel. Das ist auch der Nachteil daran, eine große Flotte zu haben. Es gibt Vorteile und es gibt Nachteile und das ist einer der Nachteile und auch noch der schwerwiegendste davon. Dass man eben für alle Schiffe da so riesige, nicht Minen, auch nicht Renten, sondern Löhne bezahlen muss für die ganzen Scheiße. Na super, jetzt haben wir auch noch den einen Typen verloren. Der ist mit dem Schiff jetzt untergegangen. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff nicht mehr. Zu schade. Ja, sag mal. Ich sehe doch nicht extra direkt in den Hafen rein, um dann am Fort zu kleben. Du Nuss. Ja, geh doch. Warum denn nicht gleich so? Oh. Oh, ich werde schon wieder müde. Ich muss gleich mal wieder eine Aufnahmepause machen. Erstmal ein kleines Quicksave. Nur zur Sicherheit. Weil das Spiel ja so gewisse Angewohnheiten hat, über deren Beliebtheit man sich streiten kann. Sag ich jetzt einfach mal, dass man sich darüber streiten kann. Und, oh, die sind auch gar nicht schlecht. Ja, 30. So, haben wir da wieder aufgestockt. 30. Ja, super, 9. 9 Leute sind da drauf gegangen. Da regt er sich drüber auf. Also wirklich. Und hier können wir jetzt auch mal die Crew voll machen. ...248, besser gesagt. 80. Die Moral hier im Hafen ist nicht besonders gut. Um nicht zu sagen, total für den Arsch. Stimmt, wir wollen hier schlafen. Ich vergaß. Schlafen. Ah, Mann, klick mich down. Ja, ist hier nur. Ja, bis morgen früh. Ist okay. Oh, geil, noch. Zwei Bücher, die wir natürlich alle brauchen. Ich will zumindest hoffen, dass wir die nicht alle brauchen. Die wir jetzt gefunden haben, gerade eben. Ich würde gerne auch mal was verkaufen. Wir haben immer weniger Sachen in unserem Inventar, die wir verkaufen können und
Somit wird der Platz für die Sachen, die wir verkaufen können, dann auch immer geringer. Was jetzt nicht ganz so super ist, wie es sich nicht anhört. Oh, wir stolzieren hier ganz gemütlich durch die Straßen. Da muss man doch schon sagen, hey, Süße. Diese Musketen sehen auch schon ziemlich geil aus, oder? Hey, bleib mal stehen hier. Ey, ich rede mit dir. Ja, oder? Okay, er will uns seine Moskete nicht von Namen zeigen. Okay, das klang jetzt falsch. Auf viel zu viele Arten. Ah, tot. Nee, was. Ach du Scheiße. Ich wollte ja eigentlich. In Tortuga bei der Bank vorbeischauen. Das habe ich ganz vergessen. Verdammt. Kann ich denn. Ja. Mit Schnellreise geht's noch. Oh. Okay, ich werde. You have gold. We have what you need. Ich werde jetzt einfach mal. Das Gold. War das die Jolly Butcher? Nein, wo haben wir das Gold gelagert? Es wird vollkommen das Schiff gewesen sein, das untergegangen ist. Hä? Wie? Ach nee, oder? Ach, scheiße. Ja, ich habe mich natürlich toll nach den Preisen erkundigt, aber dabei vergessen, das Gold zu kaufen oder was? Alter, das ist ja mal ein Fail der Extraklasse. Ich glaub's ja nicht, ey. Oh nee, ey. Nee, du. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Okay, ich glaube, ich werde offscreen dann noch ein bisschen einkaufen hier. An Sachen, was wir brauchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Aufnahme oder wie auch immer. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Und bis dahin. Oh, schöne Rüstung. Wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, die kann man gar nicht kaufen. Naja, also bis dann.